Die Flucht nach Ägypten. Als die Sterndeuter wieder gegangen waren, siehe, da erschien dem Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Dort bleibe, bis ich dir etwas anderes auftrage, denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten. Da stand Josef auf und floh in der Nacht mit dem Kind und dessen Mutter nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod des Herodes, denn es sollte sich erfüllen, was der Herr durch den Propheten gesagt hat: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als Herodes merkte, dass ihn die Sterndeuter getäuscht hatten, wurde er sehr zornig und sandte aus und ließ in Bethlehem und in der ganzen Umgebung alle Knaben bis zum Alter von 2 Jahren töten, genau der Zeit entsprechend, die er von den Sterndeutern erfahren hatte. Als Herodes gestorben war, siehe, da erschien dem Josef in Ägypten ein Engel des Herrn im Traum und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und zieh in das Land Israel, denn die Leute, die dem Kind nach dem Leben getrachtet haben, sind tot. Jetzt sind wir an einem ganz besonderen Ort, nämlich an dem Ort der Milchgrotte, etwa 150 Meter von der Geburtsgrotte in Bethlehem entfernt. Ein Ort, der ein bisschen abgelegen ist und nicht so sehr viele Pilger hierher führt. Heute ist über diesem Grottensystem, in diesem Höhlensystem, ein Kloster und ein Pilgerzentrum gebaut mit sehr modernen, aber eindrücklichen Kapellen und Anbetungsorten. Ein Schwesternkloster ist hier angesiedelt, das die ewige Anbetung praktiziert. Das heißt, hier wird in den Anliegen vor allem für Menschen in Not, aber auch für Familien und Neugeborenen gebetet. Milchgrotte, was für ein seltsamer Name. Dieser Name kommt von einer Legende, die sich im 5. 6. Jahrhundert entwickelt hat und sich um diesen Ort hier rankt. Denn als Josef und Maria mit dem Neugeborenen fliehen muss, Anlass war die Verfolgung des Herodes, der nicht weit weg von Bethlehem, man kann es sogar sehen, sein Herodion, also seine Sommerresidenz hatte. Das war die Geschichte mit den 3 Sterndeutern, die dorthin gegangen sind. Er will die Neugeborenen im Alter von Jesus töten lassen, weil er Angst hat um einen neuen Herrscher. Die 3, also Josef, Maria und Jesus, fliehen nach Ägypten, wie der Engel im Traum dem Josef befiehlt. Und die Geschichte geht, dass hier an dieser Stelle sich die 3 verstecken mussten, eben in dieser Höhle, und Maria das Kind, den kleinen Jesus, gestillt hat. Weil Jesus nun voller Eile und vielleicht auch aus Angst zum Weitergehen drängt, unterbricht sie das Stillen und etwas Milch aus der Mutterbrust fällt auf die Erde und färbt diesen Stein weiß. Und daher kommt der Name der Milchgrotte. Interessant ist, dass viele Eltern mit Schwangerschaften, die problematisch sind, oder mit Ehepaaren, die Schwierigkeiten haben, überhaupt Eltern zu werden, hierher kommen. Oder sich auch etwas von diesem Kalkpulver aus dieser Höhle kommen lassen und es verzehren unter Gebet, um sozusagen von oben die Hilfe zu bekommen, dass es dennoch klappt. Und interessant ist, bei vielen funktioniert es tatsächlich und nicht wenige kommen irgendwann mit dem Kind oder auch mit einem Foto von ihrem neugeborenen Kind und hinterlassen es hier an dieser Stelle. Das kennen wir. Menschen, die auf der Flucht sind. Entweder ganz leibhaftig, wie wir das erfahren, Menschen, die von Krieg und Verfolgung fliehen, vielleicht auch aus wirtschaftlichen Gründen. Aber es gibt auch diese Flucht vor uns selbst oder vor Situationen, in denen wir uns nicht gewachsen fühlen. Ehepaare, die keine Kinder bekommen können, sind manchmal auf dieser Flucht. Und wenn sie gemeinsam fliehen, dann können sie vielleicht noch irgendwie etwas Gutes aus ihrer Situation machen. Manchmal geht auch die Beziehung deshalb auseinander. Schwierige Situationen, vor denen wir gerne fliehen wollen, aber doch nicht können. Und hier wird dieser Ort für dich wichtig. Denn dieser Ort zeigt, dass man erstens wie Josef auf den Engel des Herrn hören muss. Also auf die Dinge, die Gott dir eingibt, die er dir zeigt, die Zeichen, die du gehen sollst, damit dein Weg vielleicht mal aus dem gelobten Land herausgeht, also aus der Komfortzone sozusagen nach Ägypten in dieses Land der Sklaverei, dann eben über diesen Umweg wieder zurück ins gelobte Land
Also erstens auf die Stimme des Engels, auf die Stimme Gottes, seine Zeichen hören und achten. Das zweite wäre, sich auf den Weg zu machen, und zwar gemeinsam als Familie. Niemand zurücklassen. Gemeinsam unterwegs sein. Nicht zu lange rasten, sondern immer wieder neu aufbrechen, auf den Partner, die Partnerin hören, wenn sie sagen, jetzt geht's weiter. Und der dritte Punkt wäre, sich nähren lassen von dem, was Gott uns gibt. Maria wird hier verehrt als Mater Lactans, also die milchgebende Mutter. Ein Motiv, das wir in der westlichen Kirche selten kennen, aber in der Ostkirche sehr verbreitet. Was dahinter steckt, ist ja, dass uns Gott sozusagen mit seiner Weisheit nährt, nämlich mit seinem Wort. Das heißt, in der Heiligen Schrift lesen, zu schauen, wo Gott mir die Kraft und die Nahrung gibt für mein geistliches Leben und für das Leben hier auf dieser Erde. Also diese drei Tipps, die gebe ich dir heute mal von diesem wunderbaren Ort mit. Und wenn du selbst mal hierher kommst, dann bete mal für Menschen, die es schwer haben mit ihren Kindern oder mit Kindern, die noch nicht kommen wollen. Oder bete auch für die, die fliehen müssen, denn von denen gibt es viele. Und nicht nur das praktische Tun und die Hilfe für sie ist wichtig, sondern auch das Denken an sie und das Beten für sie. In diesem Sinne, bleib auf dem Weg.